Ja, dann kommen wir jetzt quasi, es sei denn, aus dem Chat haben wir noch irgendeine Frage. Außer ganz viel Lob an Katrin und sensationell. Vielen Dank Zu für Recht. die wichtigen Perspektiven. Interessant, war sensationell. Tausend Dank für die Mühe. Also ganz viel Ach schön, das freut mich. Zustimmung aus dem Chat. Sehr gut. Ja, kommen wir jetzt zu dem Teil, und das ist auch toll, dass du noch weiter mit dabei bist, Katrin, weil vielleicht gibt es da auch noch mal, es ist auch mal spannend, so eine weitere Perspektive darauf zu haben. Im zweiten Teil Shift Happens geht es halt immer darum, über was ist jetzt gerade so aktuell so los, und da haben wir dann meist immer so ein paar schöne oder ein paar interessante oder eben auch ein paar schlimme Beispiele. Und diesmal sind es drei geworden. Man kann es mal bitte ganz kurz weiterklicken. Das hier ist nämlich ganz spannend. 88% der Vermögensverwalter investieren in Kernenergie beziehungsweise Uranfonds. Das tatsächlich ist wichtig, wenn man weiß, wie halt Finanzströme global funktionieren und wie dann irgendwie, na, also da, wo Geld hinfließt, da geht es dann weiter. Und das Spannende ist, dass wir jetzt halt eine ganze Menge so Fossil Gold Rush gesehen haben. Also ganz viel Geld ist halt irgendwie so, also Fossilindustrie hat aufgedreht, da ist dann irgendwie Geld hingeflossen und so weiter. Aber das natürlich gleichzeitig auch allen klar ist, irgendwann ist damit vorbei. Also die Rallye ist dann irgendwann durch, und dann geht aber jetzt halt eben ein Teil davon jetzt nicht in die Windparks oder Solarenergie, sondern spannenderweise, und das ist die globale Perspektive, halt eben in das Thema Nuklear. Jetzt wissen wir alle, dass Nuklear keine wirkliche Alternative ist. So, ne? Aus Dutzend Gründen. Also es ist teurer, Autokratien, Peak Uran, du weißt nicht hin mit dem Müll, wenn es zu warm ist, kannst du die Scheißdinger nicht betreiben, sie sind unsicher, wenn dir ein so ein Ding über die Ohren fliegt, dann ist der ganze halbe Kontinent im Arsch und so. Also es gibt Dutzend Gründe, warum das eine beknackte Idee ist. Aber es ist ja halt gleichzeitig auch eine spannende Brückentechnologie, so hat man es ja auch geframed, weil nicht nur, weil es eine Brückentechnologie in die Zukunft ist, sondern von alter Ideologie in eine neue Lebenslüge hinein, nämlich viele denken ja, dieses Klimaproblem ist ja nur so ein Energieproblem. Und wenn wir das gelöst haben, ist ja alles tutti, und vergessen dabei planetare Grenzen und eben das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und dann ist die Idee so, wenn ich jetzt nur dieses Stromproblem gelöst habe, noch nicht mal Energie, also Ruhe, wenn ich das Stromproblem gelöst habe, können wir mit all dem ganzen Mist ja weitermachen, weil das Atom bietet ja total sichere, saubere, klimaneutrale Energie forever zu einem sehr günstigen Preis. Nichts davon ist wahr. Aber so ist halt die Erzählung, und deswegen wird das jetzt eben so verbreitet. Und weil diese Erzählung so stark ist, gibt es da eben Interessen, das eben zu verstärken. Und gleichzeitig ist auch Big Energy, also im Sinne von die Großen, sind ja quasi überall Oligopole, wo Energie dann zusammentrifft, also wo dann so das Ganze eben vermachtet ist. Wenn du Windparks und Solarkraft hast, dann führt das zu einer Dezentralisierung, einer Zersplitterung dieser Machtverhältnisse, und da auch das Erträge dann eben anders aussehen. Und wenn ich jetzt der große Fossilkraftwerkanbieter bin und dann sage, hey, Nuklear ist das Ding, keiner kann sich jetzt automatisch einen Reaktor irgendwo in die Kleinstadt stellen, bedeutet das, die Verhältnisse ändern sich nicht. Also aus mehreren Gründen gibt es Gründe, für nuklear zu sein, aber keiner davon ist gut und keiner davon hilft der Nachhaltigkeit. Und das Problem ist halt, dass diese Erzählung so gefressen wurde in vielen Erdteilen, jetzt in Deutschland leider auch, und es gibt ja noch viele andere, die da von dem Informationsgrad noch nicht so weit sind, und deswegen fließt da jetzt unheimlich viel rein. Das heißt, man baut sich da zum Teil jetzt quasi das nächste Problem auf, was dann eben dann wieder, also man schafft Strukturen oder verstärkt Strukturen an einer Stelle, die dann wieder am Ende nicht nachhaltig sind. Und das ist so ein Early Signal, sowas, das gibt es in der Geschichte immer wieder mal ein paar Mal so, und dann siehst du wirklich, nennt sich da Bifurkation, ne? Du kannst dann in die eine oder andere Richtung gehen, und die du reingehst, dann hast du eben eine weitreichende Änderung in einem nichtlinearen System. Das ist eben genau das, was jetzt hier gerade passiert. Wenn Geld jetzt richtig da reinfließt, ist halt die Frage, ob es nicht nachher auch dann dazu führt, dass Nuklear mehr betrieben wird. Ja, also es ist irgendwie schrecklich. So, dann mach mal einen weiter, bitte. Das hier finde ich großartig, das ist auch nicht schön, aber das ist spannend im Sinne von bedeutsam, weil immer dann, wenn ihr jetzt irgendwie bei Anne Will das seht oder bei einem beliebigen anderen Diskurs, dann werdet ihr immer einen Verteidiger dabei haben, der das entweder macht, weil er genau deswegen dafür sitzt, oder aber weil er genau aus diesen ganzen Sachen, die wir gerade eben besprochen haben, so handeln will, weil er daran glauben will.
Das bedeutet, man hat erst gesagt, es gibt keinen Klimawandel, dann hat man gesagt, der Mensch ist nicht verantwortlich dafür, nachdem man das erste akzeptiert hat. Dann hat man gesagt, die anderen sind schuld, dann hat man gemerkt, man ist doch selber schuld. Und dann hat man gesagt, naja, aber wenn es soweit kommt, so, dann haben wir noch viel Zeit und übrigens müssen die anderen doch zuerst anfangen. Also der ganze Quatsch, den wir gerade eben schon hatten. So, und ein Teil davon ist aber auch immer dieses, naja, wenn man sich jetzt die Szenarien anguckt, die da aufgezeigt werden, da gibt es natürlich schlechte Szenarien, da gibt es apokalyptische Szenarien, aber da gibt es ja auch ganz viele nicht so schlimme Szenarien und deswegen kann man so. Und wenn ihr solchen Sachen begegnet, dann ist das hier zu empfehlen. Dieses Interview ist in der, glaube ich, Zeit gewesen. Und zwar mit dem Herrn Schellenhuber, der ja nun einer der globalen Kapazitäten ist in dem ganzen Bereich. Also viele Sachen von dem, was wir jetzt heute wissen, haben wir am Ende ursächlich ihm zu verdanken. Ist also eine interessante Person, weil er nämlich auch einer der ist, der eben kein Bullshit talkt, ne? Also der sagt wirklich, wie es ist. Und in dieser Klarheit muss man das dann auch immer, wenn diese Diskurse kommen, nach dem Motto, ach, so schlimm wird es schon nicht sein, dann muss man halt mir auch angucken, listen to the science, was der denn dazu sagt. So, und dann ist dann eben sowas dabei wie hier. Also wir können das Ganze immer noch halt irgendwie noch drehen. Wir müssen jetzt halt irgendwie eine ganze Menge tun. Dann eben auch etwas wie, naja gut, also Teile von hier, also Küstenschutz ist ein Thema, aber Teile von Südeuropa werden dann mit der Zeit dann abschmieren. Man wird mehrere hundert Millionen Menschen haben, die Migration betreiben müssen. Und das ist das gute Szenario, ne? Also er bringt das dann schon direkt zusammen, weil es eben nicht um die tausend Sachen geht, die da sind, sondern herunter gezogen die Argumentation auf die Punkte, die tatsächlich jetzt eine zentrale Gefahr sein können. Weil in diese ganze Attribution findet man ja immer nur fest, so, okay, es gibt das eine, deswegen das andere. Und diesen Aspekt von, wie reagiert Gesellschaft darauf, der wird immer häufig übersehen. Und na, Hunger ist halt ein riesiges Thema. Du kannst jetzt sagen, naja, wir werden schon irgendwo Brot herkriegen. Ja, aber eben ganz viele nicht. Und dann passiert was genau? Und da ist eben sehr schön, wie er das dann eben hier rüberbringt, wo er eben auch dann eben sagt, so was hier, okay, jetzt können wir mal schauen, wenn es denn nicht so gut wäre, ja, dann sind wir klar in so einer Art Climate Endgame. So, dann sprechen wir davon, dass mehrere hundert Millionen Menschen dann irgendwie eventuell dann auch von Ableben konfrontiert sein könnten, dass wir in Teilen der Welt kein Frischwasser mehr haben werden und so weiter. Und wir müssen uns jetzt mal überlegen, was wir denn da machen, bevor wir ein jeder gegen jeden reinkommen. So, und diese Art von Klarheit, von einer wirklich der Kapazitäten, die müsste man immer dann heranziehen, wenn man reinkommt in einen so, na ja, so schlimm, warum klebt ihr euch denn irgendwo an? Seid ihr doof oder so? Nein, das ist, man versucht das abzuwenden. Darum geht es. So. Genau. Ja, also haltet, Dankeschön. Haltet mich ruhig auf, wenn ich hier, ne, ich sabbel so lange, bis ihr irgendwie mich aufhaltet. Das Alles hier finde gut. ich total geil, weil das nämlich sehr schön nochmal das hier reimt, was uns gerade eben Katrin erzählt hat. Das ist ein Beitrag von jemandem, der sich sehr stark mit dem ganzen Thema auseinandersetzt. Sie selber ist, ich habe jetzt tatsächlich. Ich habe den Namen nicht mit draufgeschrieben und ich habe ihn auch nicht mehr im Kopf, sorry. Ich hatte gedacht, ich erinnere ihn noch. Von einer Klimawissenschaftlerin, die halt eben mal über ihre Gefühle gesprochen hat und eben auch ihre Beobachtung geteilt hat, was denn aus ihrer Sicht ein Problem ist. Und das ist ganz spannend, weil das ist eben etwas, das reimt dann sich auch mit politischen, demokratischen Prozessen, die man auch beobachten kann in den letzten 80 Jahren. Nämlich, wir haben an der einen und an der anderen Kante haben wir Leute, die sehr aktiv sind und sehr laut. Und dann haben wir eine große Mitte, die halt unbeweglich ist, passiv abwartet oder am Ende sich dann auf die Seite schlägt, die jetzt gerade in Power ist oder dann irgendwie da an irgendeinem Hebel zieht. Und so ähnlich ist es hier, was sie nämlich sagt, ist dieses, wir machen die Climate Deniers gar keine Sorgen. Also es ist ja irgendwelche Irren gibt, die sagen, nein, das ist nicht so oder die halt irgendwie für den Status quo trommeln. Das Problem ist in ihrer Zeit und das, was sie sehr belastet ist, sind die Leute, also die large majority of people who are climate concerned but passive. Also sie sagen, ja gut, das ist irgendwie doof und das ist irgendwie, da muss man schon was machen. So, ne? Aber dann im nächsten Schritt dann halt eben ist es dann doch egal. Und wir brauchen mehr Leute, denen es nicht egal ist. Und das bedeutet halt, dieses, was sie jetzt nächstes sagt, die das ganze Thema diskutieren.
Es geht gar nicht darum, dass sie spenden oder so, das ist halt auch natürlich ein Aspekt. Oder so. Es geht eher darum, dass sie selber aktiv werden, darüber diskutieren, dass sie zeigen, dass es nicht egal ist, dass sie mit ihrem Umfeld in Diskussion geben und dass sie halt eben auch in Demokratien dann irgendwie mit Leuten, die in Power sind, darüber sprechen und sei es nur dann irgendwie mit dem mittelbaren Umfeld. Und das finde ich passt nochmal sehr gut, weil wir natürlich jetzt durch Katrin viel schlauer geworden sind und dann jetzt auch verstehen, so wie passen diese Sachen zusammen und was könnte denn hier eine Lösung sein? So, das finde ich ganz toll, deswegen. Ja, und ich glaube, das ist auch was, also total Relevantes, wenn das eine Klimawissenschaftlerin ist, ne? Was ganz viele erleben, glaube ich. Also die entweder aktiv sind oder eben auch einfach in der Wissenschaft. Genau das, genau diese Fragestellung, genau diese Emotionen, die damit einhergehen. Ja, Und wir NASA haben ja einen Klein. ganz, ganz tollen Chat. Es ist nämlich Kimberly Nicholas, die das geschrieben hat. Das nur Dankeschön, als super. Ergänzung. Dankeschön. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, das, also was du gerade sagst, ne, also die Leute, die den ganzen Mist rausfinden, die sind, wenn du in den 90ern einen beliebigen Science-Fiction- oder Katastrophenfilm guckst, dann hast du das, da sitzen so State Officials, irgendwie so alle so mittelalte weiße Männer in teuren Anzügen und dann kommt irgendein Wissenschaftler rein, so mit so einem Kittel, wedelt Papier und sagt so, nein, wir müssen XY tun sonst und alle so, Mr. Scientist und wir glauben sie noch nicht und bla 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 und dann fällt der Meteor tatsächlich drauf, ne? Und genau diese Scheiße ist natürlich deren Live-Erleben so. Ne? Wenn du jetzt guckst, wie viele Leute bei Scientists for Future nur in Deutschland organisiert sind, das hat ja einen Grund. Oder wer sich auch jemanden sehr lebendigen da angucken wird, Peter Kalmus, kann man bei Twitter und bei Insta sehen. Da kannst du erleben, wie der sich irgendwo ankettet und dann sehr klar, aber dann eben auch sagt, okay, das ist jetzt für mich sehr bewegend und irgendwie sehr belastend aus diesen Gründen, weil wir werden alles verlieren, wenn wir jetzt nichts machen. So, das ist schon etwas, wo man merkt, so verständlich, das zu kopen ist nicht leicht.